Der Allgäuer Extrembergsteiger Louis Stitzinger ist im Alter von 54 Jahren im Himalaya tödlich verunglückt. Das berichtete am 30. Mai unter anderem BR24. Zunächst war der Bergsportler als vermisst gemeldet. Ein Suchteam hat den leblosen Körper des Allgäuers dann auf einer Höhe von 8400 Metern gefunden. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest. Stitzingers Ehefrau Alix von Melle nimmt nun in einem Instagram-Post rührend Abschied. Zu mehreren Bildern, die den bekannten Bergsteiger zeigen, schreibt sie: "Lieber Louis, die Berge waren dein und unser Leben." Der Kangchen Tsönga sei sein ganz großer Lebenstraum gewesen, den er sich noch so gerne erfüllen wollte. "Deine Augen haben vor Begeisterung geglänzt, wenn du von ihm gesprochen hast", erzählt von Melle, die seit 2011 mit Stitzinger verheiratet war. "Die 25 Jahre an deiner Seite waren die besten meines Lebens. Danke, dass ich dich in dieser Zeit begleiten durfte."